So viel Zeit muss sein. Jedenfalls jetzt können wir uns ja noch leisten. Besatzung zu verarzten. Dafür ist Medizin, weil ich gerade gesehen habe, es kann verletzte Besatzungsmitglieder geben. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen Zeug einkaufen für unser Schiff. Ja, Gebiet weiter absuchen. Schriftrolle der Segnung. Und wir haben auch die Grabstätte fertig abgesucht. Gut. Minus 2 für tägliche Löhne. Ach, weil wir den Matrosen da, den Säufer angehört haben, kriegen wir jetzt minus 2. Ja. Für Rumtrottel regiere. Gehen wir gleich zu Gouverneur Clarios Anwesen. Ja, das sieht sogar cool aus. Man geht sogar wirklich auf der Übersichtskarte direkt dorthin zu den Orten. Ich muss sagen, da haben sie sich echt wieder Mühe gegeben. Also sich solche Ideen einfallen zu lassen. Wie sehen eigentlich so unsere Reputationen aus? Na, Port Maya wird immer besser. Beziehung Edda und Xoti, Beziehung Xoti und Edda, also bei den beiden fehlt es noch ein bisschen. Edda mag Xoti mehr als Xoti Edda mag. Und Anoff mag Xoti ein bisschen. Also das Maximum, was wohl geht, ist 4. Also wenn es einmal ganz voll ist. Wahrscheinlich bei uns hier auch so. Wie gesagt, ich verzichte auf aggressiv, grausam und zwielichtig. I'm here. I'd be glad to. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Also, Gouverneur Clario. Was kannst du mir über Port Maya Certainly. sagen? Gewiss, Clario richtet sich auf und räuspert It may sich. not have the grandeur of Ostia or Enchense, but I am proud of what we have created here. We've established strong supply lines, and our research rivals any performed in the Republics. On better days. Der Hafen mag zwar nicht so prachtvoll sein wie Ostia oder Anzense, aber ich bin stolz darauf, was wir hier geschaffen haben. Wir haben starke Versorgungslinien eingerichtet und unsere Forschung kann mit der in den Republiken mithalten, an guten Tagen. Was ist mit den Huana? For the most part. We have little reason to interfere, and any Huana willing to work are paid for it. We get a few of those. Perhaps village life is too simple for them. Sie bleiben meist unter sich. Wir haben nicht viel Grund, uns einzumischen. Und alle anderen, die arbeiten wollen, werden dafür bezahlt. Von denen haben wir ein paar. Vielleicht ist ihnen das Dorfleben zu langweilig. They say things are very different under Queen Onekaza II. She has unified many of the Huana under her banner. Man sagt, unter Königin Oneska II. Würden die Dinge anders laufen als gewohnt. Sie hat viele der Huana-Stämme unter ihrem Banner vereint. Ikawa is one of the last holdouts. It works fine for our purposes. She is easier to negotiate with. Iwaka ist eine der letzten, die sich ihr noch nicht angeschlossen haben. Uns spielt das in die Karten. Mit ihr ist leichter zu verhandeln. Ist ja klar für die spanische Konquistation. Also für die spanischen Konquistadore. Aber warum überhaupt einen Außenposten errichten? Scouts reported finding Enguitin ruins along with a promising Adravane. And the locals were welcoming enough. Speer haben von Inguitana-Ruinen und einer vielversprechenden Adra-Ader berichtet. Und die Einheimischen waren freundlich genug. Any venture of this size is difficult. Even so, the hard part was not convincing people to join us, but weeding out undesirable individuals. We lowered our standards in the end. Jede Unternehmung dieser Art bringt so ihre Schwierigkeiten mit sich. Wir hatten jedoch weniger damit zu tun, Leute zu finden, die sich uns anschließen wollen, als damit jene auszusondern, die wir nicht brauchen konnten. Schließlich mussten wir unsere Ansprüche senken. Clario lächelt ironisch.
Gibt es viele Außenposten im Todesfeuer? Not long ago, the whole archipelago was beneath notice. A place of warring tribes and grotesque sea beasts. Now, it seems every ruler on Aurora wants an island of their own. Noch vor kurzer Zeit war dieser Archipel allen egal. Bloß ein Ort einander bekriegender Stämme und grotesker Seemonster. Und nun scheint es, als wolle jeder Herrscher auf Aurora eine Insel hier haben. The lands here belong to the Hoanna, for now. If you ask the Royal Deadfire Company, that will not last. Die Länder hier gehören den Hoanna, aber wenn es nach der königlichen Todesfeuergesellschaft geht, das klingt toll, würde es das nicht so bleiben. Clario murmelt leise und fährt sich mit der Hand über dem Kopf. Die königliche Todesfeuergesellschaft? Dispatched by the Ranga Nui of Rauatai himself. That would be their emperor or king, perhaps. Ja, die Rautai natürlich. Vom Ranga Nui, von Rautai persönlich losgeschickt. Ja. Der Herrscher über das Rautanische Imperium. Abgeleitet vom Begriff Häuptling. Mhm. Und ja, die Rautai kennen wir ja. Die große Amauna-Nation, aus der auch Kana gekommen ist. Mit der riesigen Stadt. Wie hieß sie nochmal? Da steht doch hier sicherlich irgendwo. Ich hab's wieder vergessen. Perlöse nicht losgeschickt. Das ist ihr Kaiser oder König. Ja. Was ist mit der Valianischen Handelsgesellschaft? Nun, wir sind hier nicht, um zu regieren. Wir bleiben so lange, wie es den Republiken nutzt. Krieg ist nicht im Interesse der Republiken derzeit. Verstehe. If you have any questions at all, really, at your pleasure. Wenn du noch Fragen hast, jederzeit gerne, wirklich. Clario verschränkt die Arme hinter dem Rücken und blickt dich mit einem erwartungsvollen Lächeln an. Yes? Something you need? Ja, brauchst du etwas? Ich habe Informationen für dich über die Ausgrabungsstätte. Belfetto, tell me please, what has happened? How much have we lost? I must know. Endlich, Belfetto, das heißt, gut gemacht. Sag mir bitte, was ist passiert? Wie viele haben wir verloren? Ich muss es wissen. Ich sah dieselbe Zerstörung, die Eotas in Ketnur angerichtet hat. Odoressi ist tot, ebenso wie die meisten deiner Beseeler. Tut mir leid, einige deiner Beseeler haben überlebt, aber leider wurde Odoressi getötet, als Eotas kam. Eotas hat dort alle getötet und das wird er auch wieder weiter tun. Ich muss ihn finden. Nehmen wir das Erste. I see. And the work? Odoressi's notes? Was there nothing of his research? Ich verstehe. Und die Arbeit oder Ressis Notizen, war da nichts von seiner Forschung? Clarios Blick sucht dein mit fast fiebriger Erwartung. Ja, wir haben eigentlich nichts davon, ihn anzulügen und die Sachen zu behalten, deswegen gebe ich sie ihm einfach. Ich habe dies hier gefunden. You did. Gods be kind. Tatsächlich, bei den Göttern. Clario kann sich gerade noch beherrschen, dir die Notizen aus der Hand zu reißen. Begriere ich sie dann die Notizen durch und du siehst, wie sein Blick über die Seiten huscht. Du hast einen Gegenstand verloren, ja. Belfetto! Belfetto! We are saved! Belfetto, Belfetto, wir sind gerettet. Clario lacht erleichtert und beinahe aufgedreht. Er grinst dich an. Schnell versteckt er jedoch sein Grinsen hinter einem Hüsten und einem ernsten Blick. That is, Odoressi's legacy is not wholly lost. I like to believe the man would find that pleasing. Wir sagen, Odoressis Bemühungen war also nicht völlig umsonst. Ich denke, das hätte ihn erfreut. Er faltet die Notizen wieder zusammen und legt schützend die Hand darauf. You say this is all the work of the Titan, of Aeotis, and you still insist on looking for him? He destroyed your ship, killed my people. Would it not make more sense to sail to the far side of the world and away from all this? Du sagst, dies sei das Werk eines Titanen, von Eotas, und du willst nach ihm suchen? Was steht hier eigentlich zu Eotas? Gott der Wiedergeburt, der Erlösung, der Morgendämmerung, des Frühlings und des Lichtes. Mann hat ja viele Rühmungen. Ja. Und du willst nach ihm suchen? Er hat dein Schiff zerstört, meine Leute getötet. Wäre es nicht sinnvoll, ans entgegengesetzte Ende der Welt zu segeln, so weit weg von ihm wie nur möglich? Ja, wir sprechen hier vom Lichtgott. You
You are too trusting in your superstition. Believe in what you have seen and felt. The death of every man and woman at that dig site. Du vertraust so sehr deinen Aberglauben. Glaube an das, was du gesehen und gespürt hast. Den Tod jedes Mannes und jeder Frau an der Ausgrabungsstätte. Ich glaube, ich weiß, was er will. Adrasäulen. It would explain why the giant went for the dig site, rather than attack us in the town, wouldn't it? Das würde erklären, warum der Riese die Ausgrabungsstätte angegriffen hat und nicht uns hier in der Stadt, nicht wahr? Claudio hält sich mit einer Hand den Bauch. Mit der anderen zieht er ein Tuch aus seiner Tasche und wischt sich über die Stirn. Merla, he will ravage every outpost in the Deadfire. That Adra is why we are here. Why everyone is here in truth. The Valian Trading Company, the Royal Deadfire Company, countless mercenaries. Merla, er wird jeden Außenposten im Todesfeuer verwüsten. Wegen dem Adra sind wir hier. Ehrlich gesagt, wie auch alle anderen. Die Valianische Handelsgesellschaft, die Königliche Todesfeuergesellschaft, unzählige Söldner. Ja. Ein expandierter Handelsorden aus den Valianischen Republiken. You'll want to go to Nekataka. Queen Onekaza II rules there, at the Kahanga Palace. Anyone seeking to do business in the Deadfire Archipelago must negotiate with her first. Du solltest Nekataka aufsuchen. Dort herrscht Königin Oneska die Zweite im Kahaga-Palast. Wer im Todesfeuer-Archipel Geschäfte machen will, muss erst mit ihr verhandeln. The Queen knows every Adra vein of worth in the Deadfire. I'm certain she can help you. That is, if she agrees to see you at all. Die Königin kennt jede brauchbare Adra-Ader im Todesfeuer. Sie kann dir sicher helfen, falls sie dir überhaupt eine Audienz gewährt. Wir sind die Ist das unwahrscheinlich, also dass sie mir eine Audienz gewährt? Nekataka harbors many foreigners, but they count upon a small army of diplomats and emissaries to buy passage with words or coin. You have no one but yourself. In Nekataka gibt es viele Fremde, aber sie haben eine kleine Armee aus Diplomaten und Abgesandten, um sich mit Worten oder Münzen den Weg zu bahnen. Du hast nur dich selber. That silver tongue of yours will be put to the test. Du wirst deine Überredenskunst unter Beweis stellen müssen. Ja, du hast mir Hilfe versprochen. Ich habe es nicht vergessen. Wir werden dich nach Nekataka bringen. Und dafür brauchst du deine Schafe. Ich arrange es mit Ekawa. Between the two of us, I'm certain we can gather the workers we need. Und dafür brauchst du dein Schiff. Ich werde es mit Iwaka arrangieren und uns beiden können wir sicher die erforderlichen Arbeiter zusammentrommeln. Head down to the beach once you are ready to depart. Komm zum Strand, wenn du zum Aufbruch bereit bist. Danke für deine Hilfe. Fiako, it is only right. After all you have done for me. I won't keep you further. You have a long and very strange journey ahead. Mon Piako, nach allem, was du für mich getan hast, ist das doch das Mindeste. Ich werde dich nicht länger aufhalten, du hast eine lange und sehr seltsame Reise vor dir. Ja. Some advice. After you have had your audience with the Queen, seek out the Valian Trading Company. They make their headquarters in Nekataka. And the company always appreciates good help. Oh, hoffentlich kriegen wir da Palegina. Ein kleiner Tipp. Suche nach deiner Audienz bei der Königin die Valianische Handelsgesellschaft auf. Sie hat ihr Hauptquartier in Nekataka und die Gesellschaft kann immer Hilfe gebrauchen. Hey, Stufenaufstieg für alle mal wieder. Und Quest. Die Wehen Eoras. Gestrandet. Zum Strand zurückkehren. Gouverneur Clario hat eine Gruppe Arbeiter organisiert, die mein Schiff zurück aufs Meer ziehen sollen. Sobald ich bereit bin, diese zu verlassen, sollte ich seine Leute draußen am Strand bei der Defiant treffen. Nekataka erreichen. Viele sind in der Huana-Stadt Nekataka gekommen, um ihr Glück mit Leuten im Adra zu versuchen. Wenn jemand weiß, wo sich große Säulen von Bedeutung finden lassen können, kann ich so eine Person hier antreffen. Ja. Gruppierung normal, Schauplatz. Achso. Nach Schwierigkeit sortiert oder kürzlich aktualisiert. Oder nach Schwierigkeit. Show abgeschlossen, ja. Enzyklopädie, Orte. Todesfeuer-Archipel, Weißmark, Valianische Republiken.
Mit Ceres. Mir fällt halt gerade wirklich nicht der Name ein vom von der Hauptstadt vom von Raotai. Kanna hat den Ort so oft erwähnt und ich habe ihn schon wieder vergessen. Huana. Raotai normalerweise.